Hallöchen, Freunde! Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Aufnahme. Let's play Titan Quest of Mortal Throne als Bandit im epischen Modus. Yes! Nicht nur, weil ich gerade ein Erdbeer-Energy hier habe. Nein, weil ich schon eine Weile lang Titan Quest schon nicht mehr gezockt habe. Bin ich jetzt so froh wieder drüber, es mal wieder zu zocken. Yeah, Baby! So, genau. Wir waren damit stehen geblieben, also wir sind jetzt hier in Richtung des, der drei Zyklopen, ja, der Zyklopen auf dem Weg, ja. Wir wollen drei Zyklopen bezwingen und uns dann den Weg nach Parnass ebnen, um dann anschließend nach Athen zu gelangen und dann nach Knossos und dann, dem Labyrinth den Rücken zuzukehren und dann halt uns in Ägypten wiederzufinden. Ich frage mich jetzt schon, wie weit wir heute kommen werden. Ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. So, hier haben wir jetzt, ich habe den X-Maxer auf Stufe 4 gesetzt. Ja, also dass wir gegen das Vierfache an Monstern kämpfen. Natürlich bleibt es dann bei den Bossen nach wie vor bei 3. 3 ist das Maximum, was man haben kann mit X-Maxer. Ja, was gibt es noch so zu sagen? Ich habe nicht nur mein Erdbeer-Energy, ich habe jetzt hier auch noch einen schönen kleinen Kakao mir zubereitet, ja. Und ich bin schon ziemlich froh, wenn wir dann den Zyklopen an unseren Rücken kehren, ja. Weil das ist halt so eine Sache, ja, da habe ich ja meinen ersten offiziellen Let's Play-Tod in Titan Quest verzeichnet gehabt. Und deswegen habe ich da immer so, ein bisschen... Bisschen Vorsicht, mit Vorsicht muss ich diesen ehrenwerten Bossfight genießen. So, auch wenn wir Millionen von Zyklopen im Olymp so ohne weiteres zerpflücken oder zerpflückt haben, ja, das trifft es ja wohl eher. Wir waren ja noch nicht auf dem Olymp in Episch, aber wir waren es zumindest im normalen Modus und da hatte man ja dann auch auf den Türschwellen zu. Auf diesen Treppen zu dem Typhon musste man ja auch gegen, ich glaube, 10 oder 20 Zyklopen kämpfen und die hatten wir ja so schnell zerballert, da ist ja gar nichts mehr. Also, die konnten uns ja gar nichts entgegensetzen, außer das kleine Gegröle, was sonst auch mal so los wären. Ja. So. Nichtsdestotrotz, ich muss unbedingt was machen, dass wir halt eine Mana-Regeneration bekommen. Ich habe unsere Bank auch schon mal aufgeräumt ein wenig, dass wir halt wieder Haufen legendäres Zeug, Haufen legendären Stuff finden können. Und natürlich auch episch. Und da bin ich echt guter Dinge, dass wir heute da noch ein bisschen was finden werden. Denn, ja, in der letzten Aufnahme hatten wir ja des Öfteren schon diesen Kummerbringer. Ja, der wurde uns ja von unserer Fortuna und von unserer Glücksfee in die Hand gedrückt, aber das bringt uns ja auch nichts, weil das ein Schwert ist und wir ja Bogenschützen. Wir sind elitäre Bogenschützen und was wollen wir mit so einem komischen Stückchen Metall, mit dem wir hier rumwedeln oder was? Also das ist ja sicher, da fliegt wirklich eine Feder aus dem Hut, wenn ich daran denke nur, ja? So, genauso wie diese Kampfmagier Robitz ist zwar schon ein schöner legendärer Gegenstand gewesen, aber halt nicht für uns. Ich glaube, Kampfmagier ist unter anderem Feuer- und Kriegskunstmeisterschaft. Ja, hatte ich auch mal probiert gehabt, aber ich wusste immer nicht ganz genau, wie ich den zu spielen habe. Nun gut, weil ich wusste nicht, ob ich dann auf Stärke gehen soll oder dann doch auf Intelligenz eher. Ja, und deswegen habe ich es dann komplett sein lassen. Und bin dann auf den Bogenschütz umgestiegen. So. Jedem das Sein. So, okay. Ja. Wir sind ja auch schon fast Stufe 46. Ui. Wenn man nur daran denkt, ja. Was wir noch für Heldentaten beschreiten werden hier in diesem epischen Modus. Mann. Alleine hier werden wir gleich dann noch diese komischen Knochentypen töten, die drei Prinzen, ja, beziehungsweise neun Prinzen, die wir heute bezwingen werden.
So, aber ich möchte mich jetzt erstmal hier durchschnetzeln bis zu den Zyklopen, denn dann habe ich erstmal die erste Hürde der heutigen Aufnahme schon mal gemeistert. Denn bei denen habe ich echt ziemlich arge Bedenken. Hier unser Team tapferer Recken, die wir jetzt anleiten. Da hatte ich aber echt arge Bedenken. Nicht einer von unseren Freunden ist gestorben. Wir hätten uns auch Odysseus nennen können, ja. Also wie wir den Zyklopen besiegt hatten. Wir haben durch eine Intrige, wir haben uns einfach niemand genannt und ihm, als er geschlafen hat, das Auge ausgestochen. Ja, jetzt spoiler ich ja für die, die Odysseus sagen, leider nicht kennen. Jetzt habe ich gespoilert. Es tut mir leid. So, Mondstab der Gaunerei. Das Ding werde ich mir jetzt da gleich mal liegen lassen. Das ist nur Feuerholz, das brauchen wir nicht. So, auch wenn wir nur einen grünen Bogen haben, ja. So, was ist das für eine Haube? Eieieiei. Ach, wir haben ja mittlerweile einen blauen Gegenstand als Hut. Ich war mir jetzt unsicher, ob wir dahingehend überhaupt schon was gefunden hatten, ja. Ich bin eigentlich noch davon ausgegangen, dass wir hier unseren komischen Stirnreif haben, aber... Ich bin auch guter Dinge, dass wir bei den Gorgonen ja, einen schönen neuen Brustpanzer finden werden. Damit wir hier unseren mal upgraden, ja, auf epischen Maße. Dass der seinesgleichen sucht. So, jetzt hat uns da die eine Spinne genetzt, aber nicht mit uns. Kriegen wir schon hin. So. Ui! Ui! Easy. Yes! Okay. So. Da war ich aber jetzt echt erstaunt über diese Zyklopen. Aber okay. Wir haben ja dann gleich die Problem. Also dieses. Ja. Die schlimmste Attacke, die die Zyklopen haben, ist ja dieses. Dieser komische Brüller, ja. Weil sie uns damit betäuben. Und den haben wir ja einfach mal eiskalt gegen die selbst ausgespielt, ja. Weil, wenn die den wirken. Also während des Wirkens können wir ja uns bewegen, deswegen sind wir ja so schön flink, ja. Nur aus solchen Gründen, weil wir dann solchen Angriffen immer schön ausweichen können, ja. Und da konnten wir, während der das castet oder kanalisiert oder wie man es nennen möchte, konnten wir ja dem ordentlich ein paar Pfeile reindrücken. Und durch das näher beieinanderstehen kriegen die Monster extrem vielen Damage, ja. Das hat man ja so schön klingen gehört, ja. Das ist das Eigentliche, was sie hier bei Klingelöckchen Klingelingeling gemeint hat, ja. Das ging eigentlich hier um den Bogenschützen, während er auf dem Schlachtfeld hier auf dem Monster gleichzeitig wegsnackt. Und hier nicht wegen irgendwelche Weihnachtssachen, ja. Oder habt ihr hier schon eine Schneeflocke gesehen? Ich nicht. Ja, okay, Orient. Aber das zählt nicht. So, ich weiß echt nicht, was wir mit hier mit unseren Mana machen sollen. Da müssen wir auf alle Fälle irgendwie, keine Ahnung, uns noch eine Jahrespackung Mana-Tränke holen oder ich weiß es echt nicht. Was anderes fällt mir gerade dazu nicht ein. Nämlich eine Energieregeneration zu erhöhen, das wäre natürlich super awesome, aber leichter gesagt als getan. Wie wollen wir das durchkriegen? Wir bräuchten jetzt grüne Ringe, richtig schöne grüne Ringe mit keine Ahnung, Energieregeneration plus 3% oder so. Oder plus 3. Und dann noch auf so einen Ring, wo ich dann draufknallen, eiskalt, plus, keine Ahnung, plus 80% Energieregeneration, ja. Also das wäre super geil. Also wenn wir sowas finden würden, das wäre die Krönung, ja. Dann hätten wir nämlich unser gesamtes Problem mit der Energieregeneration und unserem Mana-Verbrauch komplett schon ja, besiegt. Also das Problem, das würde sich dann in Luft auflösen. Und dann hätten wir gar kein Problem mehr. So. Ich habe auch geguckt gehabt, es müsste rein theoretisch die Jägerrüstung in episch gedroppt werden. So,
Ich weiß aber nicht, wie es aussieht mit der Spurenleser-Rüstung, weil nach vorn Forum-Einträgen müsste die eigentlich rein theoretisch nur in Legendär droppen oder bei dem Typhon auf dem Olymp. Aber da bin ich mir echt unsicher, weil da haben sich echt Spieler wie Katzen gestritten gehabt in dem Forum, wo ich gelesen hatte. Und das bringt mir natürlich auch nichts. Ich kann das nicht bewirken, ob wir das Ding finden oder nicht. Ich wollte bloß eins der Teile mal gucken, ob wir eine Wahrscheinlichkeit überhaupt besitzen, hier in Episch schon etwas Tolles und Awesome-mäßiges für uns zu finden. Ja? So, wir haben ja hier unsere supergeilen Feuerpfeile. Ja? Unser grüner Bogen. So. Okay, ja, hin und wieder mal ein bisschen was an Geld aufnehmen. Das kann ja nicht schaden, ne? So, jetzt haben wir hier wieder uns mal kurz geheilt. Mana-mäßig. Meditiert, ja. Meditiert und einen schönen Schluck aus der Flasche genommen. So. Ja. Ihr wisst es ja, ich hasse es immer nach unten zu kämpfen. Deswegen gehe ich gleich nach unten, damit wir es ganz genussvoll auskosten können, dann nach oben zu gucken. So. Oh, war das awesome, Alter. Das war so echt unglaublich, ja. Einfach mal so eine Riege Pfeile so quergeballert und alle durchschlagen. So geil. Zu geil. Ja, okay. Da kommt nichts mehr raus. So, dann wollen wir hier noch gleich die 3 Punkte reinknallen. Jetzt haben wir eine 45%ige Wahrscheinlichkeit, Angriffe zu umgehen für 3 Sekunden und 36% Wahrscheinlichkeit für 1,8 bis 4,6 Sekunden Verwirrung. Na, das ist doch nice. So, also mit anderen Worten, wenn wir einen Gegner anritzen mit unserem Gift, treffen, dann brauchen wir keine Angst haben, dass wir jemals wieder getroffen werden. Also nicht so wie früher, da wo dann die Leute auf uns einfach eingestürmt sind und wir dann schon das Testament, froh sein konnten, das Testament gemacht zu haben. So, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Probiere ich jetzt einfach hier so lange auf den einzuschießen, bis der drauf geht? Okay. Na super. Na super. So, das war einer der Prinzen. So, jetzt, da kommen aber noch ein paar. So. Kraftvoller Energietrank. Na, den nehmen wir doch mal mit. So. Was haben wir hier noch? Ein bisschen Gold. Ein bisschen Gold. Smyrebrot. Dann haben wir hier noch einen kraftvollen Gesundheitstrank. Und da haben wir auch noch ein bisschen was. Ja, super. So, okay. Ich weiß, ich habe immer noch nicht die Attribute verteilt gehabt. Die Attribute für unseren, für Dingsbums, für... Ey, der schielt ganz schön, war beim Schießen. Aber das ist halt, dass die Angriffe daneben gehen. Dass wir eine 40%ige Wahrscheinlichkeit haben, dass das daneben geht. So, das, was ich sagen wollte, hier diese... Attribute habe ich immer noch nicht verteilt, weil ich noch keine Ahnung habe, wo rein wir die investieren, ob wir die in Leben investieren oder nicht, oder ob wir die in Geschicklichkeit investieren oder doch Stärke, bliblablub, mal gucken, was wir an Ausrüstung finden, dass wir dann dementsprechend vielleicht was anpassen könnten. Ja, vielleicht finde ich jetzt in der, um die nächste Kurve, ja, Spurenleser-Kapuze, die mir sagt, Achtung, Meltas, du brauchst 324.912 Geschicklichkeit, dann wäre natürlich das nächste, was ich skillen würde, Geschicklichkeit, ja. Aber das wird nicht der Fall sein und deswegen werde ich jetzt erstmal darauf verzichten, außer wenn ihr irgendwas sagt, hier von wegen, ey, skill doch dahin und so. Aber natürlich dann halt mit Plausibilität, ne? Von wegen nicht, ey, hier hau doch Intelligenz hoch, Alter, und so. Ist doch einfach geiler, weil da kannst du auch mal vernünftig sprechen und so. Kann jemand mal den Intelligenzbuff auf Metas setzen, Alter? Dann kann ja auch mal ein bisschen besser Let's Play in der Penner. Ja, also sowas möchte ich dann nicht in den Kommentaren lesen. Auch wenn es mal ziemlich ergötzend wäre. Ja. So. Okay, jetzt ziehe ich mir mal hier mein Energy durch. Hm. Ah.
Verdammt, ich hätte vielleicht doch den Kakao zuerst trinken sollen. Weil ich glaube, der Kakao ist nicht so süß wie der Energy. Das ist ja das Problem immer, ne? Wenn man verschiedene süße Sachen isst und trinkt, so zwischendurch, so nebeneinander. Dass es da immer Probleme gibt, ne? Dass man dann sagt, oh, die Schokolade schmeckt nicht, weil das andere süßer war. Obwohl, okay, gibt es was Süßeres als Schokolade? Nein, wir haben kein Mana. Wir sind oben. Out of Mana. Oben. Ich muss erstmal checken, was das früher bei WoW hieß, ja? Da war mir diese Abkürzung gänzlich unbekannt. Bis ich dann das mal in diesem Sprachchat rausgeknallt hatte und, als er dann gesagt hat, ich habe kein Mana mehr. Ja, und dann habe ich einfach mal meine Englischkenntnisse, ja, da habe ich wie so ein Language-Akrobat, ja, ein Language-Acrobat, saß ich dann da und habe dann mein ganzes Vocabulary, was ich so in meinem Kopf mit mir trage, ja, habe ich dann einfach mal so, bin ich mal durchgegangen und habe dann rausgefunden, ey, out of Mana, ja, das könnte ja heißen, mein Mana ist alle, oder? Ja, und da war ich echt stolz, dass ich das so ganz alleine, ohne irgendwelche fremde Hilfe, mir erklären lassen habe. Nicht so wie AFK. Da habe ich mich echt ziemlich doof gefühlt gehabt. Weil ich nicht wusste, was früher AFK hieß. Als ich das erste Mal so ein MMORPG gespielt habe. Aber das ist ja überhaupt gar kein Problem, ja. Das ist ja, in der heutigen Zeit weiß man ja nichts mehr. Man googelt es ja nur noch. Und da hätte man sich in der heutigen Zeit wahrscheinlich nicht mehr die Blöße gegeben und gefragt, ey, was heißt denn das? Ja, so habe ich das so blöd in den Gildenchat geschrieben gehabt. Ja, ich war nämlich in so einer komischen Nubi-Gilde für Neulinge. Und ja, da habe ich halt da so einen Scheiß losgeworden und dann wurde ich dann trotzdem angeflamed, auch wenn es eine Nubi-Gilde gewesen sein soll. Ja, das finde ich dann immer ein bisschen frech, ja. Du fängst da gerade, tauchst da gerade in die Welt der Massive Multiplayer Online Roleplay Games ein, ja, und versuchst dich da mit der... Alter, what the fuck? Das war scheiße. So. Ja, da möchtest du dich dann mit dem Zeug da auseinandersetzen und dann kommt da so ein Scheiß dabei rum. Dann wirst du angeflaumt. Genauso wie ich das jetzt eher echt verkackt habe. So. Keine Ahnung, warum da nochmal Monster gespawnt sind. Das war wahrscheinlich die Nachhut, die uns auflauern sollte. Hier auch noch. Mann. So. Aber das war ja jetzt echt scheiße. Bei dem Zyklopen wären wir nicht zerlegt, ne? Aber bei so einem Scheiß-Typen, ja? Bei so einem komischen Frimmelkackerer, der da mit seinem komischen Scheiß, Gladius auf uns einhämmert. Mit seinem abgebrochenen. Ich weiß aber auch nicht, wieso der auf immer so heavy war. Ich glaube, das hängt damit zusammen, weil der wahrscheinlich Verteidigungsmeisterschaft hatte. Oder hat. Ja, Genghis Khan, komm her. Ja. Der hat jetzt hier Rettet euch oder so ein Scheiß reingeknallt an Skillung. Das hat man ja auch bei unserem, Templer. Da hatten wir ja auch so ein Skill. Das war ja dieses Schilddingens oder neuer Mut oder wie es auch immer hieß, wo dann die Blockrate hochgeht. So, und das ist natürlich dann blöde, wenn dann alle das reinknallen. So. Halt, Moment. Alter, die haben Reflektionsschild. Das war die Scheiße. Alter, wie ich euch hasse dafür. Das ist auch mal die Problematik gewesen, die ich bei dem Typhon hatte. Der hat auch so einen Scheiß rausgeknallt. Und das ist natürlich dann fatal, wenn du dann so ein
super extrem krassen Schaden rausknallst, ja, und dich dann selber damit dann sozusagen tötest. Ja. Das ist echt unglaublich. Also Freunde, nur so als Hinweis hier, Reflektionsschild, aufpassen, keinen Schaden rausknallen. Also ich konnte mich leider bloß daran erinnern, dass Typhon so ein Ding hatte. Okay, dass ich hier ins Fettnäpfchen getreten bin, das war eigentlich klar, das war eigentlich abzusehen. Aber mein Ziel war eigentlich bis Orient und noch länger nicht zu sterben, ja, das ist klar. Aber mein Ziel ist jetzt, das Let's Play abzudrehen und nicht öfters als 30 Mal zu sterben. Sozusagen 10 Tode pro Schwierigkeit, also... Natürlich bin ich ja auch im ersten Schwierigkeitsgrad 12-mal gestorben, ja, das darf man ja nicht vergessen. Hier heute, an dem heutigen Aufnahmetag, das erste Mal in Episch, ja. Aber nichtsdestotrotz, wir zocken weiter, wir machen das nach wie vor, wir sind seriös, wir kriegen das hin, Freunde. Und, ja, Polypemus, dem Zyklopen hatten wir hier gelegt gehabt, ja. Das ist Polypempos, ja, das ist Polypempos und den hat man hier bezwungen gehabt. So, hier die Bolzen fallen, ja, ganz schlimm das Fahrzeug hier. Ja, okay, hier bei diesen Personen. Sollte man darauf achten, dass man hier den Magiern mal ein bisschen Gehör schenkt, ja, dass die auch endlich mal sich verpissen. Denn die Blitze, die können dann einem auch richtig schön das Leben runterfressen. Wenn man die ein bisschen vernachlässigt, dann wandert auf immer so ein Blitz. Sieht man bloß noch den Blitzschlag und danach sein Grabstein. Das ist dann nicht so schön. Nur so zur Info. Okay. So, jetzt sind wir nach Halkion-Küste angelangt. Und jetzt wollen wir noch die zweite Quest hier noch lösen. Diogen des Weinschlauch. Yay! Wir wussten noch, dass der wie ein Loch säuft, ja. Und nee. Lebt in einem Fass, ja. Aber säuft Haufen Wein. Die Philosophen, ey. Die haben doch alle gesoffen. Ja, Schildkröten. Bam! Ja, da hat man es gesehen. Das ist die Verwirrung gewesen, ja. Also, da, wenn die Kreaturen einfach dann wieder zurücklaufen, das ist immer das schönste Zeichen. Dann weiß man, die Verwirrung hat gefruchtet. Bei Verwirrung, da laufen die einfach nur sinnlos in der Gegend rum, so wie die hier. Die versuchen uns hier wirklich einzuholen, ja. Aber, ja. Zombie-Geister. Hui. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Hier, das ist auch so eine räudige Stelle gewesen. Man mal ein bisschen aufpassen müsste. Ja. Okay. Sauber. Jetzt haben wir es geklärt. Das ist hier nämlich dieses Schiffswrack, was der eine tapfere Seemann uns genannt hatte, von wegen... Ach ja. Wenn ich nur wüsste, wie es meinem Schiff ergangen ist. Und meiner Crew, meiner tapferen Crew. Wir hatten viele Besitztümer dabei. Bla 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 bla. Und ja, wenn du sie bürgst, ja, werter Freund, dann darfst du sie natürlich behalten. So, und das haben wir jetzt gerade gemacht. Jetzt müssen wir ihm bloß eine Mitteilung geben von wegen, ey, wir haben es gefunden, aber es ist halt alles, ja, kaputt. Dein Schiff kannst du abschreiben, Junge. Außerordentliche Abschreibung. Das ist, da bist du des Todes. So, da kann er sich ein neues Schiff suchen. Oder er wird Farmer. So ein China-Farmer, meine ich damit natürlich. Yeah, yeah, yeah. Ein epischer Schildkrötenpanzer. Also ich glaube, ihr seht schon so langsam, wieso ich dieses Gift doch bevorzuge, ja. Wenn dann die Gegner einfach mal so komplett irritiert und durch die Gegend laufen, so komplett verwirrt einfach, ja, einfach mal so durch die Gegend laufen, nicht wissen, wo wir überhaupt sind. Das ist doch das Geilste, was es gibt. Halt, Moment, jetzt fällt mir gerade ein,
Wir laufen jetzt gerade von Megara nach Delphi erst. Und von Delphi nach Paranas und von Paranas nach Athen. Ah, so. Ich habe Delphi ganz vergessen. Weil mir kam jetzt doch hier diese Gegend doch schon ein bisschen bekannter vor, weil wir doch hier gleich uns eine Opfergabe holen müssen, organisieren müssen für das ehrenwerte Orakel, weil wir müssen doch uns noch die Sterne lesen lassen. Oder beziehungsweise die Gedärme oder wie sie es früher gemacht hatten. Ich glaube, die hatten doch in Ziegengedärm, hatten sie doch die Zukunft gelesen gehabt. Ich glaube, so komisch war das. Dass die ja in so einer Urne Ziegendärme hatten oder Eingeweide, sagen wir Eingeweide. Ziegeneingeweide in so einer Urne und dass sie dann halt diese Urne einfach ausgekippt hatten und dann hatten sie da drin gelesen. Das ist genauso wie Kartenleser oder so. Also nicht die Kartenleser, die guten Kartenleser, die, wo man dann einfach online, wo man einfach bei dem, im Restaurant so bezahlen kann. Nein, sondern ich meine jetzt diese Zigeuner, diese Kartenleser, diese Tarotkartenleser, die meine ich. Die deuten ja auch aus den Karten immer so Haufen Zeug. Ja, bin ich jetzt nicht so von überzeugt, aber ich möchte Leuten auch nicht den Glauben nehmen. Ich bin echt nicht der Mensch, der anderen vorschreibt, was sie zu glauben haben. Echt. Deswegen ist meine Religion beispielsweise auch, dass ich eher so agnostisch bin, ja. Ich weiß nicht, ob es Gott gibt. Ich weiß, ich kann es aber auch nicht glauben, dass es einen gibt. Also ich weiß es nicht. Ich kann aber auch nicht belegen, dass es keinen Gott gibt, ja. Das ist halt immer so eine Sache. Und ich hoffe, also ich bin dann auch einer, der eher an das Karma glaubt. Das ist auch was Interessantes. So dieses gute Mensch sein, dieses Karma, dass Leute, die Gutes machen, ja, die gute Let's Plays machen, dass sie gutes Feedback bekommen, ja, sozusagen, dass man halt immer, wenn man den Leuten hilft, der menschlichen Bevölkerung hilft, dass man selbst auch geholfen wird. Ja, das ist halt auch eher so weniger eine Religion, eher so ein Wunschdenken von mir an die Menschheit. Aber das ist natürlich, meist nicht so der Fall, ja, weil wir kennen alle das Sprichwort, was auch ziemlich zutreffend, meist ziemlich zutreffend ist, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, so ist es ja, die am wenigsten haben, den, wir erfahren dann meist noch extreme Schicksalsschläge, was ich übel hasse, ja, wenn ich das nur so mal aus meinem Bekanntenkreis so sehe und nehme. Ja, so, boah, das war ein Leck, ey, das war hier gerade ein Leck. Die hätten ja schon beinahe an uns dran sein können, die Schildkröten, aber nun gut. Jetzt mache ich die hier. Jetzt koche ich hier schon wieder die Sache heißer als es ist. So. Easy. Komm. Na bitte, so. Und da haben wir auch noch einen. So, der kriegt auch nochmal zwei Pfeile ins Gesicht. Jo. So, okay. Ach ja, Religion ist immer so ein Streitthema. So ein kleines Streitthema. Also ich möchte wirklich niemandem vorschreiben, was man für eine Religion nehmen sollte. Und was die einzig wahre Religion ist. Ach, das ist. Das, solche Unterredungen sind immer Mumpitz, echt. Weil ich solchen Unterhaltungen schon sehr oft zuhören musste. Allein wenn ich daran denke, an meine Schulzeit. Leben, Ethik, Religion. Kurz gesagt, LER. Gott, Alter, wie ich dieses Fach gehasst habe, ja. Ja. Trotzdem hatte ich immer eine 1 drin, ja. Aber trotzdem habe ich es echt gehasst. Nicht wegen Religionslehre, nein. Wegen diesen Leuten in meiner Klasse, welche dann immer gesagt haben, die Religion, ja, bla bla bla. Bei diesen Vorträgen, ja. Wir mussten Religion, mussten wir uns selbst ausarbeiten.
Und dann Vorträge halten, Gruppenarbeit. So, und dann.